Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, wir sind wieder zurück im Metroid-Universum. Ja, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Und was das hier wieder für ein komischer Raum ist. Boah, die halten voll viel aus. Ich muss mal dazu sagen, ich hatte den Plasma-Beam, ne? Den stärksten überhaupt. Die sagen sich einfach mal, wieder. Ich habe zwei aufgeladene Schüsse. Rings. Gut. Zum Geier bin ich hier. Aber da unten haben wir noch eine so eine leere Stelle. Da ist 100 Pro. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Hier, guck mal, hier ist doch noch so ein Gang. Oben lang, okay. Ja, die Säure, die zieht so unnormal. Und Tatsache, guck mal, hier ist noch was. Ey. Ja, warum sollten die in der Karte da halt noch so ein Kästchen freilassen, ne? Warum? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Rein logisch betrachtet, ergibt dann einfach keinen Sinn. Nintendo sagt sich da, ne? Ist mehr, ne? So, mal gucken, wo es jetzt mal hier lang geht. Andere Mucke. Andere Mucke. Oh, okay. Einfach durch. Sieht für mich aus wie ein Rückweg. Oh nee. Problem ist, wir müssen da jetzt lang. Ach, wir müssen da jetzt lang. Warum müssen wir da lang? Weil da waren Blöcke gewesen, wo wir nicht mehr zurückkamen. Das heißt, wir müssen jetzt hier diesen Umweg hier wieder latschen. Ich hoffe nur, das ist hier der richtige Weg, dass wir hier irgendwie auch wieder so zurückkommen. Boah, nervt doch nicht, du Pika-Ding. Der taut aber, glaube ich, hin. Wir kommen jetzt hier runter. Ach was. Alter, diese Entwickler, ne? So, was bringt mir das hier? Das muss doch hier... mir irgendwas bringt, Tatsache. Ein Geheimgang. Alles mit Lava bedeckt. Die Karte zeigt mir, wir waren hier schon mal gewesen. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Boah, die Bomben, die will ich alle haben. Okay, wir haben 40, 40 mehr geht nicht. Gut, ist hier irgendwas? No. Okay. Man hätte es ja probieren können. Man hätte es ja probieren können. Ja, das ist natürlich doof, dass ihr jetzt sowas hier seht. Da waren wir ja schon. Aber gehört zum Spiel dazu. Und ich muss die Bomben da mal wegnehmen. In der Ausrüstung. Weil nicht, dass ich jetzt bei jeder Morphball-Bombe, die ich setzen will, eine Superbombe setze. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Ein bisschen. Okay, also, dann ab nach links. Dann haben wir es, glaube, bald geschafft. Ich glaube, allzu groß ist das Gebiet hier nicht mehr. Dürfte jedenfalls nicht mehr so groß sein. Boah, da ist noch Energie. Die nehme ich noch mit. Haben wir eigentlich noch eine Aufladestation? Ja, da unten haben wir noch eine. Eine Aufladestation, oder? Weiß gar nicht. Könnte sein. Wenn wir hier sind, ganz ehrlich, dann kann ich mich da auch noch mal aufladen schnell. Wir haben schon wieder fast die Hälfte. Okay, können wir nicht aufladen? Ja gut, dann nicht. Wir wollten eh nicht aufladen. Aber wir müssen eh hier runter.
Ach geil, und guck mal, da wir jetzt hier sind, kann ich jetzt probieren, den anderen Raum nochmal abzuchecken. Einfach für die Karte. Einfach für die Karte, das wollte einfach nochmal ein bisschen was haben. Aber das haut dann auch so hin mit diesem Screw-Attack-Sprung hier. Dem Space-Jump. So, mal gucken, wo muss ich denn da lang? Am besten runter, dann direkt hoch und dann unten die Ecke mitnehmen. Aber ich glaube, wir fangen in der Ecke unten an und gehen dann diagonal rüber. Das wäre vielleicht ein ganz guter Plan. Gucken, ob wir das hinbekommen, von der Schnelligkeit. Boah, fuck. Boah, Schiete. Ist zu schnell. Ist zu schnell, das kriegen wir nicht hin. Mann, jetzt mach den blöden Screw-Attack-Sprung. Was ist los bei dir sonst? Aber immerhin können wir hier die Ecke mitnehmen. Nice. Ja gut, wie sieht der Raum aus? Oh nee, ein Eck fehlt. Oh, das ist das Böse. Aber das sollte nicht sein. Ja gut, egal, komm. Wir sind jetzt nicht so penibel. Wir haben den Raum gut gecleared. Hier war die Falle, ne? Dann falle ich mal hier runter. Was heißt Falle? Da muss man sich ja runterschießen. Will ich da rein? Ich weiß es doch auch nicht. Oh mein Gott. Ja komm, wir gehen da mal rein. Aha, nur was zum Abspeichern. Na danke. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch irgendwie so eine Heilungssache. Irgendwie irgendwas zum Heilen halt, ne? Geheimgang über Geheimgang, ey. Ist auch noch kaputt machen. Bringt mir das was, wenn ich das da jetzt kaputt mache? Ich weiß es nicht. Kann ja mal gucken. Naja, ist nicht. Der Seite. Auch nix. Okay. Rinder. Hallo Digga Mann. Ah, guck mal. Da ist was. Boah, jetzt hört aber auch diese ganzen Superbomben zu droppen, ey. Meine Güte, das war was, ey. Wir müssen wieder mehr mit Charge Beam arbeiten, merke ich. Hier ist ja eine Falle. Powerbomben. Wie viel kriegen wir eigentlich immer? Eine oder auch fünf? Ich glaube nur eine, ne? Ne, es sah gerade aus wie fünf. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Kann's euch nicht verraten. Aha, natürlich. Oh Gott, ich glaube, ich erinnere mich, was hier ist. Alter, was sind das für Kung-Fu-Typis? Ah, guck mal, die haben eine Verwundbarkeitsphase. Anders sind sie nicht zu töten. Thank you.
Weil solange ich hier im Morphball bin, passiert mir nichts. Also nicht mit Morphball, sondern School Attack, meine ich. Komm, kick mal, dann bist du doch wieder Gold. Aber ich erreiche den nicht, ne? Ich komme nie an den ran. Aber die sind richtig eklig. Da muss ich auf gut Glück probieren. Hä? Oder muss ich die abknallen? Ja, Mann, okay, abknallen muss man die dann. Okay. Ich dachte, mit der Screw Attack kann ich die töten. Aber ich kann mich da echt noch gut an die erinnern. Die sind richtig eklig. Richtig Elite-Piraten hier, ey. Nice, einer ist down. Mit einer ist keiner. Nice. Sehr schön. Es geht. Wenn man die Taktik raus hat von den Viechern, dann geht's eigentlich. Das ist kein Problem. Ach, guck mal, hier haben wir wieder Eulen. Die mir auch wieder verraten, dass es unten auch noch lang geht. Aber die Säure, die könnte uns verletzen. Es sei denn, es ist Fake-Säure. Oh, wir haben hier eine Heilungsstation. Okay, alles klar. Hab's gecheckt. Ja, dann heilen wir uns erstmal hier hoch, ganz ehrlich. Das ist das Sinnvollste und Beste, was wir machen können. Och Gott, Leute. Ich glaube, wir nähern uns dem Boss. Oh ja. Wir nähern uns dem Boss. Definitiv. Ein Glück sind die Entwickler so fair und hauen hier nochmal was Schönes hin. So eine Heilungsstation hier. Haben wir bitter nötig, ey. Bei Raketen her nicht, wir haben 195, ey, das ist nice. Aber von der Energie, ey. Der Energie reißen wir nichts. Eigentlich brauchen wir gar kein Geheimnis mehr zu machen. Wir haben ihn ja schon gesehen. Der letzte Boss ist Ridley. Und ja, das ist halt seine Base. Drop the Base. Ja. Der Typ da unten nervt mich so, ey. Nerv mich nicht. Ah, schön, guck mal. Super Bomben kriegen wir auch noch. Super Missiles. Schneller! Schneller! Okay, gleich sind wir voll. Leute, gleich sind wir voll. So richtig breit. Mann, du blödes Vieh, ey. Missiles, nice. Sind wir schon auf den 50? Gucken, ob wir noch eine bekommen. Ja, jetzt geht nur noch Energie. Ne. Ich glaube, wir kriegen nichts mehr. Okay. Ja, ich fliege einfach mal so vorbei. Ah, guck mal. Die nehme ich noch. Du noch was für mich? Nö. Okay. Rinder. So Leute, ich würde sagen, Endboss, Ridley, den gibt's im nächsten Part. Denn vielen Dank fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Mal gucken, was wir von Ridley noch bekommen, weil wir sind ja eigentlich so gesehen schon voll. Bin echt gespannt. Und ansonsten, ja, Leute, Projekt ist bald durch. Dann mal gucken, was es dann gibt. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.